Ja, wir begeben uns auf die lange Reise zur Grotte mit Ivan, dem nicht Oh, so schrecklichen. lass uns Scheiße, nach Caracas was aufbrechen. willst du? Nichts lieber als das. Die Aussicht, bald wieder bei der Familie zu sein, macht den Aufbruch leicht. Also, mir nach. Kann es kaum erwarten, die Tore des Forts hinter mir zu lassen. Und hey zu, warum wächst du mich auf? Und hey von, warum wächst du mich auf zu, okay, lass uns gehen. Hoffentlich hält uns keine Wache auf. Gibt es denn einen Grund dafür? Oh. Manchmal reicht es schon, wenn die Kerle mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Warum fange ich jetzt zum Klitschen an? Habt ihr es gesehen? Ich war kurz ein richtiger Ninja. Oh, hast du mich zum Erzählen? Puh, das ging problemloser, als ich dachte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht freuen sich die Wachen aber auch nur, dass sie mich losgeworden sind. Sei's drum, halten wir uns ran. Zum Glück geht's bergab. Ah, es wird ein breiter Weg. Vielleicht die ganze Episode. Welche Route nach Caracas nehmen wir? Ich bin mir noch nicht sicher, aber querfeldein könnte problematisch werden. Weshalb? Ich will nicht zwischen die Fronten geraten. Was meine Leute und die Berserker veranstalten, sorgt nur für gebrochene Knochen. Lass mich raten, wenn ich den Morkons beitreten will. Oh, Pflanze. Muss ich zuerst. Das Fort liegt hinter uns. Geht gleich weiter, nur kurz verschnaufen. Du kannst doch noch, oder? Du hast die Pause veranlasst, nicht ich. Ich will nur sicherstellen, dass wir bei Kräften bleiben. Sollte dir doch mal die Puste ausgehen, habe ich was für dich. Bitte sehr. Nicht mein Geschmack, aber wirkt wie ein zweiter Atem. Ja, es ist schon reichlich spät. Hoffentlich ruft das keine Viecher auf den Plan. Wenn du willst, erzähle ich dir unterwegs ein paar Sachen. Bist du interessiert? Nur zu, schaden kann es nicht. Gut, das macht die Reise angenehmer. Aber genug Zeit vergeudet. Mir nach. Weißt du, ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Obwohl, warte. Lass mich raten. Du rätst? Ja, der Weg ist noch lang. Was ich gerade sagen wollte. Ja, der Weg ist noch lang. Lass uns ein Spiel daraus machen. Das vertreibt uns ein wenig die Zeit. Fangen wir mit der Frage an, wo du eigentlich herkommst. Ah, das ist kompliziert. Na, 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 keine Hinweise. Lass mich grübeln. Ein gebürtiger Outlaw bist du jedenfalls nicht. Sicher? Absolut, du bist nicht verschlagen genug. Also lass mich weiter überlegen. Bemerkenswerte Landschaft. Wo war ich gerade? Ah ja. Nein, 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 das ergibt keinen Sinn. Vielleicht. Oh, klingt alle. Gut, mach das. Au. Das Einzige, was bei mir noch nicht so gut läuft, ist die Rüstung. Da fehlen noch ein paar. Wow, der hat Moves. Ach, der ist ja auf High Ground. Jetzt fliegt er wieder hoch. Jedes Mal, wenn ich die Nahkampfwaffe. Okay. Ach, diese Glutfliegen rauben einem den letzten Nerv. Ja, Aber doch, besser sind sie sie. als anderes Viehzeug. Ich hab's, Kleriker. Falsch. Dann mal raus mit der Sprache. Sagt der Xarkor was? Das Heimatland der Alps. Du nimmst mich doch auf den Arm. Nein, die Alps und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Bei Ravak. Hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem ehemaligen Alp die Reise nach Caracas antreten würde. Verrückte Zeiten sind das. Aber Nee. jetzt muss ich die Augen offen halten.
Erwartest du Ärger? Nein, ich will nur kurz Danilo besuchen. Der müsste hier irgendwo sein. Ein Freund? Kann man so sagen. Wird er gehören, Danilo? Ah, nur kleinen Kram auf dem Weg. Wie sieht dein Freund denn aus? Ich finde ihn schon. Überlass mir die Suche. Was ich gerade sagen wollte. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja, ja, ich weiß, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Noch ein Stück. Sind wir schon da? Ivan, sind wir schon da? Hast du ihn gefunden? Nee. Das ist nicht irgendein Fichter, Danilo. Zeit für eine Pause. Wirklich? Wolltest du nicht einen Freund treffen? Wollte ich. Und warum sehe ich ihn nicht? Weil du auf ihm stehst. Was? Ich habe ihn vor ein paar Wochen hier vergraben. Und jetzt? Ausbuddeln? Hey, ich bin vielleicht ein Morkon, aber die Leiche meines Freundes flattere ich nicht. Seine Überreste erfüllen einen anderen Zweck. Er dient als Wegweiser. Besser gesagt, sein Grab. Habe in der Gegend ein paar Sachen versteckt, die vielleicht noch von Nutzen sein werden. Aber ich werde etwas brauchen, um die genaue Stelle zu finden. Du könntest dich währenddessen etwas nützlich machen. Südöstlich von hier habe ich des Öfteren ein paar Beißer grasen sehen. Da wir bald unser Lager aufschlagen werden, ist es besser, wenn sie verschwinden. Ich kümmere mich um sie. Ravax Segen mit dir. Also, wenn du sie dir zur Brust nimmst, schneid ein paar Fleischbrocken raus. Müssen ja nicht unnötig hungern. Wenn die Arbeit getan ist, sieh dich nach einer Ruine im Osten um. Du kannst es dir einfach machen, wenn du immer den Klippen folgst. Dort werde ich dann auf dich warten. Exzellent. Gute Jagd. Ja, dir auch. Wo sind wir? Beseitige die Beißer. Die Aufgabe ist zu schwierig für mich. Beißer. Die werde ich unmöglich überleben. Die werden mich jetzt zerfleischen in ein Stück. Ja, wir spielen schon auf der härtesten Schwierigkeit. Also, das ist schon am Laufen. Das Schwert schaut auch ziemlich eigen aus. Einer down. Das war der letzte. Mal sehen, ob Ivan es mittlerweile bis zur Ruine geschafft hat. Wäre lustig, wenn er gestorben wäre. Energy Drain Time. Das ist die Ruine. Schaut doch noch eine Ruine aus. Ja. Ich weiß nicht, wie er da vor mir ankommen sollte. Wenn wir doch direkt dorthin gelaufen sind. Ich greife an. Ich auch. Oh, gute Arbeit. Dann schlagen wir das Ding weg. Mein Schlafsack ist zum Schlafen. Die Mana-Pflanzen kann ich auch verkaufen. Nee, ah, da bist du ja. War die Jagd erfolgreich? Er ist vor mir da. Was für ein Magier. Jo. Ich habe mich um die Beißer gekümmert. Und, hast du an das Fleisch gedacht? Natürlich. Ich wusste, du denkst mit. Jetzt sollten wir unser Lager aufschlagen. Es hat keinen Sinn, weiterzureisen. Oh, meine Beine schmerzen. Hilfst du mir beim Aufbau? Klar, sag mir einfach, was ich tun soll. Gut, machen wir uns an die Arbeit. Treiben wir etwas Feuerholz auf. So ein Lagerfeuer spendet Wärme und schreckt das Viehzeug ab. Oh, gemütlich geht zwar anders, aber ich bin zufrieden.
Dann sollten wir uns jetzt um das Essen kümmern. Gute Idee. Zum Glück ist die alte Kochstation noch intakt. Wenn du willst, könnte ich uns eine deftige Kartoffelpfanne zubereiten. Oder besser, ich bringe dir bei, wie man das macht. Oh. Pass auf, du musst die Kartoffeln schön lange von jeder Seite anbraten. Danach kurz abkühlen lassen und wieder braten. Das macht sie schön knusprig. Dann tust du das Fleisch dazu. Es darf aber nicht zu trocken werden. Einfach scharf anbraten und bei indirekter Hitze garen lassen. Das ist der Trick. Aber ich rede schon wieder zu viel. Hier die Zutaten. Dann ab mit dir an den Herd. Lass einfach nichts anbrennen. Und mach dir ruhig eine doppelte Portion. Ich bin mit einer zufrieden. Interessante Kulisse. Ich koche den Trank dazu. Machen wir weiter. Haben wir zu wenig, wirklich? Was ist das? Chili con Carne haben wir genug. 4 Stück. Oh. Dann weiter mit normalem Fleisch. Meine Lieblingsspeise, rohes Rattenfleisch. Red werde ich noch verzehren. Hier, deine Portion. Ah, das riecht ausgezeichnet. Und schmecken wird's mir auch. Hau dich ruhig aufs Ohr. Ich übernehme die erste Wache und halt das Feuer warm. Morgen früh ziehen wir weiter. Gute Nacht. Warum ist der Typ so nett? Da fehlt noch was. Gibt's da einen Schlafsack? Ah ja. Warum ist der Typ so nett? Einprägsame Region. Na gut. Er ist noch da. Hat mich und nicht aufgegessen. Lass uns weiterziehen. An mir soll's nicht scheitern. Auf geht's. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich ehrlich werden muss. Wie meinst du das? Du wirst nicht viele Morkons finden, die von meinem Schlag sind. Nett. Sich mit mir abzugeben, bedeutet in Schwierigkeiten zu geraten. Warum? Ich handle nicht nach den göttlichen Geboten Ravaks. Das bedeutet? Ich treibe Handel mit anderen, obwohl es uns Morkons verboten ist. Der eigentliche Auftrag lautete, Reisende zu überfallen und ihnen ihre Sachen abzunehmen. Danilo und ich haben das auch eine Zeit lang gemacht, aber es fühlte sich falsch an. Habt ihr sie umgebracht? Ja, wir Morkons sehen im Tod nichts Schlechtes. Der ewige Stillstand ist ein Geschenk. Aber anders als Außenstehende müssen wir uns den Tod verdienen. Zumindest die meisten. Einige. Goddammit, Echsen. Du stirbst. Zumindest die meisten. Einige Ungeduldige bringen sich auch einfach selbst um. Verrückter Haufen. Ja, das sind wir. Oh. Sag mal, tritt uns doch bei. Gibt sicher einiges, was wir dir beibringen könnten. Ich meine, solange diese Möglichkeit noch besteht. Denn wenn das Kräfteverhältnis zwischen unseren Abwerbern und Resistenten ins Ungleichgewicht gerät, könnte es zu spät sein. Also, was sagst du? Konzentrieren wir uns auf den Weg, der vor uns liegt. Kein Ja, aber auch kein Nein. Das reicht mir. Hey, Wüstenläufer. Ich komme. Was? So langsam nähern wir uns der Heimat. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Der Frank wieder. Mit seinen komischen Kommentaren. Weird Comments. Oh. Irgendwas Interessantes hier drin. Ich loote mal in der Zwischenzeit. Den hat's einen Dagger hochgeschickt zu mir. Die zwei sind nicht mit Würde gestorben. Oh, Leichen fliegen, das sieht man gerne. Oh, ist nicht gut für euch gelaufen.
Verdammt. Besorgniserregender Ort. Ja. Das ist ja schon ein bisschen... Oh, er ist ausgewichen. Da haben wir noch immer ewig viele Bolzen. Aber kein Ziel. Doch egal, ob er wütend ist oder nicht. Keine Fresse, Falk. Wir hätten diese Voice Lines ausgedacht für ihn. Dass das Rumgestöhne dann nicht komme. Oh. Goddammit. Jo, weirder. Dann hat Terrorvogel. One shot. Everything holds on. Ist da Loot? Ja. Ein bisschen Loot. Muss sein. Ach, ich hab's noch nicht geschafft, Elixtränke herzustinken. Also mal bei Elixtränke herstinken, doch, das gibt's ja nicht. Damit meine Stärke mal ein bisschen größer wird. Bin so unterpowered. Ich hab's ja nicht auf einfach gestellt. Gott, damit. Ultra, ja? Mein Kopf! Nicht trödeln! Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Sind wir schon da? Wie weit ist denn noch? Mist. Der ist einfach entkommen. Oh. Nutzlose kleine Viecher schon. Lagerfeuer brauchen wir nicht. Gibt's noch eine Schwierigkeit höher für mich? Drüben war eine fette Stadt. Ich weiß nicht, ob man da auch rüberschauen kann, oder? Ich glaube, wir gehen jetzt runter, jetzt oder? Weiter. Nein, wir gehen nicht weiter. Richtung Stadt. Was? Was passt nicht? Warum bleibst du stehen? Gib mir einen Moment. Ich will mich nur kurz umsehen. Bin gleich zurück. Wirklich? Sind das Spuren? Kommt mir bekannt vor. Obwohl... Nein. Ich muss falsch liegen. Was willst du vom Falk? Das war's. Wir können weiter. Und? Falscher Alarm. Lass uns weitergehen. Du komischer Katz, du. Verdammt, Abwerber. So viel zum falschen Alarm. Überlass mir das. Leute, was geht's? Spiel einfach mit. Ich fall vom Glauben ab. Ivan? Tengis sucht dich seit einer halben Ewigkeit. Wo warst du? Und wo ist Danilo? Er ist tot. Ein paar Wochen schon. Wochen? Und statt zurückzukehren, gibst du dich mit diesem Fremden ab? Das war so. Danilo und ich hatten eine Karawane der Berserker ins Visier genommen. Die Beute sah vielversprechend aus. Proviant für einen Monat, Material. Ja, und dieser Typ hier. Nur wir hatten kein Glück. Sie haben sich mit Feuerbällen gewehrt und irgendwann stand alles in Flammen. Das totale Chaos konnte gerade so meine Haut retten. Danilo aber, nun ja... Auch mein Begleiter hier hat es erwischt. Zurücklassen konnte ich ihn nicht. Er will in Danilos Namen unserer Sache dienen. Ach, tatsächlich? Beweise mir, dass deine Worte etwas taugen. Knie nieder und schwöre. Und jetzt schwöre bei Ravak, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Ravak, Gott des Blutes, Gott des ewigen Stillstands, richte dein allsehendes Auge auf deinen Diener. Ich schwöre, dass sich alles wie berichtet zugetragen hat. Immerwährende Pein soll mich überkommen, wenn ich die Unwahrheit gesagt habe. Aufstehen. Obst. Ravak wird entscheiden, ob dein Schwur rein war.
Jetzt erzähl mir, ob du auch den Proviant mitgenommen hast. Natürlich. Gut. Dann wird dein Freund deine Geschichte ja sicher bestätigen. Tritt beiseite. Du da, her zu mir. Oh. Du wolltest mich sprechen? Wollte ich. Und jetzt beantworte mir eines. Stimmt die Geschichte, die Ivan mir erzählt hat? Sie stimmt. Jedes einzelne Wort. So, so. Und der Teil, dass du dich uns anschließen willst, ist somit auch die Wahrheit. Nee. Interessant. Mal schauen. Ravak sei dir gnädig, wenn deine Worte nur hohles Gewäsch sind. Ivan, sorg dafür, dass der Proviant in der Grotte ankommt. Los, verschwindet. Fulminant. Fulminant. Oh, Gimpsuits interessieren mich nicht so ganz. Ravak, das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich hatte schon geahnt, dass meine Abwesenheit Wellen schlägt, aber von solchem Ausmaß. Halb Karakis scheint mich zu suchen. Nicht gut. Und du willst trotzdem zurück? Natürlich. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann nicht zulassen, dass meine Familie für mich gerade stehen muss. Besser, wir halten uns ran. Die Zeit drängt. Danke nochmal, dass du mich nicht in die Pfanne gehauen hast. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hättest du nicht mitgespielt. Aber vergessen wir den Vorfall. Hoffentlich begegnet uns keine weitere Patrouille. Mir nach. Ivan ist nett. Wirst du von allen Morkons so behandelt? Ach, mit den meisten Abwerbern kommt man eigentlich gut aus. Bei den Resistenten hingegen, oh, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Nicht, dass du ein falsches Bild von uns gewinnst. Eine gewisse Strenge hat auch was für sich. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. Wenn du das sagst. Ich danke. Es gibt da noch etwas, wovor ich dich warnen sollte. Keine Sorge, mit den Resistenten. Keine Sorge, mit den Resistenten komme ich klar. Die meine ich ausnahmsweise mal nicht. In dieser Gegend streift ein verflucht mieses Vieh herum. Mm. Hat schon so manchen verschlungen, der nicht auf den Wegen geblieben ist. Wie einladend. Nicht wahr? Also, bleib mir dicht auf den Fersen. Da drüben. Die Raptoren sind gefährlich. Verdammt gefährliche Biester. Mit ihren Triple-Angriffen. Puh. Ja, was wollte ich sagen? Ich behandle Leute lieber, wie sie mich behandeln. Oder wie sie behandelt werden wollen. Wenn sie so nett sind, tue ich mir schwer, nicht das Gleiche zu erwidern. Was haben wir da unten? Steinklaue. Oh, schaut. Die hält dir was aus. Ich wollte gerade quicksaven. Ist vielleicht nicht gut, dass ich nichts gemacht habe. Ich will den Kampf. Mist. Achtung! Nicht rühren. Was heißt hier nicht trödeln? Da ist ein Viech hinter uns. Es circled wie verrückt. Oh, gute Arbeit, Jungs. Chitinpanzer. Der Südkarakis. Ja, da war ich noch nie. Oi. Um Frank zu zitieren. Ich
komme. Ja, und wieder eine Steinklaue. Oh. Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Redest du von deinem Menschenfresser? Ja, dieses Vieh streift nur unweit von hier herum. Was für ein Ding ist das überhaupt? Ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Oh, das schaffen wir. Komm schon, das wäre doch ein krönender Abschluss der Reise. Oh, das klingt gut. Nicht in 100 Jahren. Ein paar Kreischer erlegen ist eine Sache, aber ein Troll? Oh, nimm mich. Wirklich? Ich hätte keine Freude daran, deine Überreste zusammenzukehren. Wir schaffen das doch. Du wartest. Ich erledige das Vieh. Du musst verrückt sein. Aber gut, ich kann dich nicht umstimmen. Halte im Osten nach dem Biest Ausschau. Solltest du doch zur Vernunft kommen, findest du mich hier. Fantastisch. Das Vieh gehört mir. Das Viech haben wir doch erledigt. Der Bergtroll wird doch keine Gefahr darstellen. Wo ist er denn? Ach, genau, auf das habe ich jetzt Bock. Da, Bergtroll. Oh ja. Das ist noch ein bisschen looten. Welches Mittel der Fortbewegung präferierst du eigentlich? Füße. Ich bin flexibel, aber es gibt Tage, da wünsche ich mir meine alten Gleiter zurück. Ist dein Fluchtreflex noch immer so ausgeprägt? Wäre ich dann noch hier? Guter Punkt. Das Vieh nervt. Mist. Schöner Frank gehen. Und dann ist Bergrollzeit. Es kommt zu mir wieder. Damit er auch über mir rumzuschweben. Ah, oh, Mist. Okay, doch. Ich will einen Bergtroll töten. Ich brauche diesen Pfeil. Vielleicht bin ich bereit. Obwohl da Ivan sagt, das wäre nicht gescheit. Oh. Da ist er ja. Oh, setzen wir die richtigen Waffen ein. Das können wir noch nicht nehmen. Beschädigte Raketenwerfer. Wann bin ich denn zu schwach für das Teil? Geschütze. Handgranaten einfach. Wie lege ich die an? Habe ich die jetzt in der Hand? Nein. Warte mal. Mist. Was zum Teufel? Was habe ich? Habe ich die jetzt weggeworfen? Wo sind meine Handgranaten hin? Hallo? Muss ich meine Handgranaten nehmen? Was soll das? Wirklich? Wo sind die? Was war das jetzt? Was zum Teufel? Eieiei. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Okay. Mist. Mist. Jetzt aber, da sind sie nochmal. Da sind sie noch, okay. Was auch immer da jetzt passiert ist.
Alles klar, Junge. Ja, das macht viel Schaden. Hit and run, hit and run. Oh. Bin wahrscheinlich mal One-Shot. Du gehst nicht dran. Sequenzen. Ich hätte so nur mal sicher machen sollen. Ein Herz des Black Trolls. Das ist doch sicher epische Blut hinten, oder? Ah. Ivan, der Feigling, wollte nicht mitmachen. Damals in der alten Welt hier gelebt zu haben, war zweifelsohne viel ungefährlicher. Ja, oh, der ganze Ruhm für mich. Oh, ich darf mich nur nicht one-hitten lassen. Anscheinend ist das die Lösung. Wie weit sind wir schon in der Folge drin? Ich glaube, ich mache eine Pause. Yep, und dann noch eine heute.